Hallo, ich bin der Christian Freisleben. Ich bin an der FH St. Pölten für das Projekt Inverted Classroom zuständig und ich bitte Sie herzlich, sich vorzustellen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Freitag. Ich arbeite an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin. Das ist in der Nähe von Bonn in Deutschland. An der Hochschule bin ich vor allen Dingen zuständig für die Studieneingangsphase. Das heißt also hier im Speziellen für den Bereich Wirtschaftsmathematik. Und hier vor allen Dingen dafür zuständig, die Studenten auf ein gleichmäßiges Level zu bekommen in dem Bereich. Wo und wann genau sind Sie mit dem Format Flipped Classroom, Inverted Classroom zusammengekommen? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich hatte mir verschiedenste oder andere Lehrmethoden überlegt, weil ich die Methode des Frontalunterrichts in großen Gruppen irgendwie nicht für sinnvoll hielt. Und hatte mir überlegt, das muss auch irgendwie anders gehen. Und habe mich dann mal informiert, nach rechts und links geguckt und hab dann die Methode erstmal der Videos entdeckt. Das war der erste Schritt. Und habe dann überlegt, wie ich diese Videos denn in meinen Veranstaltungen einsetzen kann. Also, wo ich das genau das erste Mal gelesen habe, kann ich gar nicht sagen. Das haben verschiedene Faktoren. Wie setzen Sie ICM konkret ein? Ja, also das ist jetzt interessant, weil ich habe zwei Formate, wie ich die Videos einsetze. Das eine Format in diesen Angleichungskursen, da benutze ich das zum Beispiel in der Veranstaltung. Also ich nehme also Videos vorher auf für das Thema, was ich in der Veranstaltung halten will, und zeige dann diese Videos in der Veranstaltung. Das ist vom Format her interessant, weil eigentlich könnte ich ja das, was ich in den Videos sage, auch vorne in Anführungsstrichen live performen. Aber was ich festgestellt habe, das fand ich wirklich sehr interessant, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei dieser Methode, ja, wo ich ja im Prinzip das zeige, was ich sonst quasi live performt habe, höher ist bei den Studenten, als wenn ich es live performe. Ja. Das wäre das eine Format. Und das zweite Format ist ein klassisches Flip-Classroom-Format. Das bedeutet also, ich nehme die Themen, die ich in der Veranstaltung abhandeln will, vorher in einem Video auf. Also meine Präsentation, die ich früher immer gehalten habe, gibt es jetzt quasi als Video, stelle das den Studenten das auf einer Plattform zur Verfügung. Und die haben dann die Aufgabe, sich das vor der Veranstaltung anzuschauen, sodass ich dann die Zeit in der Veranstaltung nutzen kann, um mit den Studenten viele mathematische Übungsaufgaben zu machen. Sie werden bei der Konferenz die ICM-Werkstatt begleiten. Wie glauben Sie, dass Studierende profitieren von Ihrer Vorgangsweise? Also bei den Studierenden ist es am Anfang eine Art Hemmschwelle, ja, weil sie jetzt sich was im Vorfeld schon erarbeiten müssen, was ich denen vorher erzählt habe. Das heißt also, die Konsumhaltung, die vorher immer da war, fällt so weg. Und das finde ich besonders interessant. Also am Anfang sind sie ein bisschen irritiert, aber wenn sie merken, dass ich das durchziehe, das heißt also, dass ich nicht nochmal in der Veranstaltung das Gleiche erzähle, was sie sich im Video dann vorher anschauen können, dann sind sie ganz gut dabei und ich bekomme gutes Feedback, weil die Übungsphase jetzt wesentlich ausgedehnter ist. Und im Bereich Mathematik ist einfach alles Übung und Training. Und je mehr Support die Studierenden in dem Bereich bekommen, umso hilfreicher finden sie das auch. Vielen Dank für diesen spannenden Input. Wir freuen uns schon sehr darauf, dass Sie, wie gesagt, die ICM-Werkstatt, ein innovatives Format bei der Konferenz betreuen werden, wo es um einen gegenseitigen Austausch, um ein Miteinander und voneinander lernen geht. Und so sehen wir uns dann wieder in St. Pölten und hoffentlich auch alle anderen, die uns hier sehen, am 23. und 24. Februar in St. Pölten. Dankeschön. Vielen Dank.